Diese Folge wird dir präsentiert von Disney Plus, dem neuen Streaming-Service, der dir die beste Unterhaltung von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und mehr bietet. In meinem Podcast Kino oder Couch treffe ich jede Woche prominente Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Egal ob aus dem Sport, Musik, Kino, Serien oder Entertainment-Business. Und gemeinsam sprechen wir über spannende Filme, Serien und das Leben. Und es wird die alles entscheidende Frage gestellt: Kino oder Couch? Mein heutiger Gast ist ein bisschen unfreiwillig, freiwillig in die Öffentlichkeit gerückt. Er gilt als der Erfinder von Joko und Klaas und ist einer der kreativsten Köpfe des deutschen Fernsehens. Auch ich musste und darf seine Ideen manchmal ausbaden. Er ist ein absoluter Knaller. Man kann sich nicht vorstellen, dass dieser schüchterne und zurückhaltende Mann es schafft, sich mit seinem Schlauchboot ein Spreeverbot einzuheimsen. Ich freue mich sehr, dass ich ihn heute für die Weihnachtsausgabe vors Mikrofon locken konnte. Wie man so schön sagt: niemand wurde von unserer Kino- oder Couchgemeinde mehr gefordert als er. Und im Englischen würde man jetzt sagen, on popular demand. Hier ist der Exenvater, der Katzenliebhaber und Techniknerd, moin moin, Thomas Schmidt. Hey, hallo, Schmitty. hallo Steven. Vielen lieben herzlichen Dank für die Einladung und vor allem für diese, für diese Worte, die lasst mir ausdrucken und vielleicht geht da noch ein Weihnachtsgeschenk an meine Eltern raus. Aber weißt ich rufe auch deine Eltern, wenn dir das hilft, persönlich an und sage ihnen das, weil, Schmidt, ich, ähm, ich bin dir für so vieles extrem dankbar in den letzten Jahren, weil ich so einen unfassbaren Spaß mit dir und der ganzen Florida und allen Kapaikinnen und Kapaiken da im Universum habe. Also ich, es gibt so ein paar Highlights in meiner Fernsehkarriere und eins davon ist echt, das mit euch durchziehen zu dürfen. Und es sind nicht viele, ne? also es sind, sie sind jetzt nicht 25, sondern es sind mit euch drei und ich mache das schon extrem lange. Also Vielen Dank. Fall. Lieben Dank. Das haben, wissen wir echt zu schätzen und können wir nur zurückgeben. Das macht auch mit dir wahnsinnig viel Spaß. Eben wegen dieser Professionalität, die ich jetzt auch schon wieder merke beim Podcast, da stimmt alles. Die äh, Minuten genau wird hier angefangen. Ich kriege den Link <laughs> rechtzeitig geschickt, wo ich mich einwählen kann. All das bin ich von Baywatch Berlin, unserem Podcast mit meinem Kollegen Glashofer Umlauf und Jakob nicht gewohnt. Ja, okay. Aber da, da ist ja auch Chaos, glaube ich, das Prinzip, oder? Ja, aber äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir uns das so auf die Fahne geschrieben haben. Ähm, ich habe mir jetzt so zur zur Einstimmung so ein paar äh, Folgen von von deinem Podcast hier angehört. Ja. Unter anderem den von meinem Kollegen Jakob Lund, ja. der bei dir auch zu Gast war und ich sag mal so, zum einen fällt auf, wie, wie perfekt du es beherrschst, so das Thema des Podcasts am Anfang einzuführen, die Gäste vorzustellen, dass die sich gleich fühlen wie auf einer Wolke <laughs> und äh, dann hat äh, ich habe mir das eigentlich angehört, weil ich so wahnsinnig aufgeregt war. Ich habe eben beim Mikrofon einschalten schon zu dir gesagt, ich bin so aufgeregt wie vor einer Mathearbeit zuletzt in der, in der Schule und ich versuche mir es selbst so ein bisschen zu erklären und ist glaube ich der Mix aus dem Thema des Podcasts, nämlich Film. Yeah. Ich weiß, da hören wahrscheinlich auch Leute zu, die wesentlich mehr Ahnung von dem äh, Sujet haben und gleichzeitig aber auch so ein bisschen äh, sehr kritisch darauf gucken, wie wer was analysiert. Und ich habe mich nie zu, groß, äh, zu einem großen Filmkritiker erkoren gefühlt, die halt messerscharf Figuren analysieren, Stories äh, analysieren. Das war nie so mein Metier. Mir macht es wahnsinnig Spaß, in Filmen viel zu klauen in der täglichen Arbeit. Und mich inspirieren zu lassen oder auch auf der anderen Seite einfach äh, davontragen zu lassen. Aber das aber ist so ja auch das Schöne, darum geht es ja auch im Prinzip. Also es geht nicht darum, dass man sein Filmwissen sozusagen nach außen kehrt, sondern eher seine Liebe lebt. Und ich finde, das, also du hast es ja gerade gesagt, ihr lasst euch da inspirieren, aber auf so kreative Art und Weise, also viele der Spiele bei Joko und Klaas gegen ProSieben haben ja auch manchmal so einen äh, cineastischen Touch. Ich erinnere mich dann nur noch an unseren Terminator als Arnold Schwarzenegger, glaube ich, im Studio nebenan. In München auf dem Bavaria-Gelände ja auch gedreht habt, ne? War das ja. nicht so? Und, äh, ihr, das, glaub, ja, ja das, das stimmt. Ich glaube, wir sind so, ähm, also unsere Firma, die wir zusammen mit äh, Klaas und Yoko habe, äh, Florida TV, die ist, äh, das sind schon sehr, sehr viele Filmnerds, was es mir jetzt auch nicht leichter macht, weil wenn es ganz dumm läuft, hören die alle diesen Podcast und, und nee, werden ich mich dann ja, ja. <laughs> <laughs> Nein, aber das sind schon alles Leute, die entweder auch auf Filmhochschulen waren oder sehr, sehr großes äh, Liebe zum Kino haben. Es gibt äh, regelmäßig, teilweise auch durch dich hervorgerufen, Kinobesuche der ganzen Firma. Du hast uns mal zu Tenet eingeladen, äh, wo die Florida in großer Mannschaftsstärke aufgetaucht ist. Und das ist immer so ein Ziel und vielleicht auch viele wir haben auch den traum früher oder später mal im fiktionalen noch äh, was zu erzählen und zu landen. das haben wir auch als, als firma äh, streben wir das so ein bisschen an. und das kommt immer wieder durch natürlich. und äh, ich glaube es gibt kein mittagessen kein lunch in der firma in dem sich nicht heftigst um filme gestritten wird. ja zu recht. und das schöne ist ja ich bin ja durch dich auch in eine ganz exklusive Gruppe gekommen. Und ja, da ist was los in der Gruppe. Ja. ja, genau. Also man muss dazu sagen, es war jetzt ja in der Vergangenheit eher ein bisschen schwierig, über Filme zu sprechen, weil die Kinos nicht auf hatten. Aber exactly. ich, mit dir, ähm, Jakob Lund und Thomas Mertins bin ich in einer Gruppe. Gibt es eigentlich einen Titel dafür? Ich weiß gar nicht, wie haben wir die genannt? K irgendwas, das ist die Gruppe mit den zehn Kackwürsten oder so, ne? Ja, genau, die Gruppe mit den ich zehn Kackwürsten. Das heißt, also es gibt ein Bewertungssystem für Filme. Was ja. war nochmal das Positive? Positive. Ich glaube, es geht immer so 5 von 5 oder so, aber es gibt auch die Negativskala. Das sind dann fünf von fünf möglichen Kackwürsten. <laughs> genau. genau. So. Und die werden leichtsinnig verteilt, sage ich mal, und höchst unterschiedlich. Also Once Upon a Time in Hollywood war das letzte, worüber sich wirklich fast bis zur Prügelei gestritten wurde in der Gruppe. Aber warum? Also genau, Kino Kinoserien 1 bis 10 heißt die. Ach, siehst du so. Genau, und das, das Emblem ist eine goldene Kackwurst. Also das, ja, das ich, Foto. Du weißt doch, als, als wir diese Gruppe gegründet haben, ne? Und ja. ich glaube, das war so auf Initiative von Thomas Martins und dir. Ja. Ähm, und äh, wir kamen da netterweise dazu. Ich habe dich aber gleichzeitig gewarnt, weil was wir überhaupt nicht beherrschen, ist so. Ähm, mit dem Skalpell-Film ist jetzt hier. Es wird sehr polemisch draufgehauen. Es gibt nur richtig Scheiße oder ein wahnsinniges Meisterwerk. Dazwischen gibt es nichts. Und wir sind alle bereit, das bis aufs Blut zu verteidigen. Aber das finde ich gut. Sowas mag ich sehr gerne. Deswegen <laughs> ja. lass uns direkt, Deswegen, mein lieber schmidt lass uns direkt mit der ersten Frage starten. Okay. Erklär mir doch mal ganz kurz, welches ist denn der Film deines Lebens? Also gibt es einen Film, das muss ja nicht der beste sein, aber einen Film, den du immer in einem Atemzug mit deinen Kinoerlebnissen nennen könntest oder würdest? Oder sind es mehrere? Ähm, ja, das sind mehrere, weil ich glaube, da bin ich jetzt auch nicht der Erste, der sagt, das ist so ein bisschen äh, den Lebensumständen abhängig. Ne? Also das, ich glaube, jeder hat irgendwie mit äh, Anfang 20 andere Lieblingsfilme, von denen er meint, so die bedeuten mir das Leben im wahrsten Sinne. Und es hat sich jetzt vielleicht auch ein bisschen gewandelt mit der Zeit, weil man auf andere Sachen auch im Privatleben oder im äh, echten Leben halt einfach ähm, Wert legt. Und im besten Fall sind für mich äh, geben mir Filme halt nach wie vor einen Anstoß, über mein eigenes Leben nachzudenken und irgendwie andere Sichtweisen aufs Leben zu kriegen. Oder sie berühren mich, weil sie vielleicht Ängste in mir hervorrufen, die ich habe. Oder vielleicht auch so, ja. Vielleicht auch irgendwie Euphorie hervorheben. Also, mein Ding war es nie, auch wenn ich jeden verstehe, der da gerne sich äh, von amüsieren lässt, etc., weil ich glaube, habe ich ja auch schon mal anklingen lassen, Marvel-Filme sind jetzt nicht so meins. Also da renne ich nicht am ersten Tag ins Kino, weil die sehr, sehr gut gemachte, sehr gut geschriebene, ähm, äh, sehr gut getimte Filme sind, aber im wahrsten Sinne und gar nicht negativ gemeint Popcorn-Kino. Yeah. Und ich war eigentlich immer mehr auf der Suche nach so Filmen, die mir so ein bisschen das Leben erklären. Das klingt jetzt sehr, sehr hochtrabend, aber das kann durchaus auch, das kann in einer Komödie genauso versteckt sein. Vielleicht in einem Satz, in einer Szene, wie das in einem großen Drama ist. Aber ich kann und das total verstehen. Ich finde, also, ich finde, das ist ja das Tolle. Das ist ja genauso wie beim Fernsehen. Ne? Es muss ja. ja Popcorn geben, aber es muss ja auch die Dokumentation geben und es muss ja auch irgendwas dazwischen geben. Also der Tatort ist ja immer die Frage: Ist das Popcorn oder ist das schon wieder äh, Special Interest? Aber ist dann eben auf der anderen Seite so populär, dass sich das so viele Leute angucken? Es ist zum Beispiel überhaupt nicht mein Ding überhaupt, ja. ne, sage ich auch immer gerne wieder offen. Ähm, mir ist ja jetzt was gerade was ganz spannendes aufgefallen und zwar beim Europäischen Filmpreis, ähm, mhm. wo wirklich so eine Reise gemacht wurde durch das europäische Kino. Und wenn man sich mal anguckt, was es da für unfassbar gute Filme gibt, ne, also ob das jetzt isländische sind, spanische, polnische, äh, deswegen kann ich das verstehen, dass man da auch sucht und guckt. Also manchmal ist ja auch Popcorn-Kino einfach eine Brieselung, um sich so ein bisschen Sei also mal runterzufahren. Ne? Manchmal fehlt es auch gut, sich was anzugucken, wo du einfach nur weißt, es sind bunte Bilder und es knallt. Aber wenn du, genau. wenn du aus, aus deiner Sicht jetzt sagen würdest, ähm, Marvel ist nichts für dich, aber was ist denn, also wenn du dir da was rausholst? Also nenn mal ein paar Filme. Ja, also ich. Ich wurde in meinem Leben, weil ich auch sehr äh, filmaffine Freunde habe, sehr oft gefragt, was so der Lieblingsfilm ist. Und das ist äh, wahrscheinlich die am schwersten zu benennende Frage für äh, cineasten, Amateursineasten. Und deswegen habe ich mich irgendwann mal darauf geeinigt, dass ich auf diese Frage immer Magnolia von Paul Thomas Anderson wow. beantworten werde. Okay. Weil ähm, zum einen, ich finde, der, der Film zeigt so alles, was äh, ähm, Kino an Handwerk zur äh, Verfügung hat, in einer Lässigkeit, in einer ähm, äh, Unaufdringlichkeit teilweise. Es, es, es wirkt alles so kinderleicht, wie schwerste Themen da verhandelt werden, wie vielleicht der, der komplizierteste Plot aller Zeiten, äh, was Figurenkonstellationen und Stories angeht, in einer Leichtigkeit präsentiert werden, dass man sich manchmal eher wie in einem Musikvideo erinnert. Ähm, er traut sich ein Riesen-Epos zu sein. Er hat keine Angst vor Pathos. Er ist ähm, unfassbar realistisch in manchen Szenen und holt in mir auch wirklich so alles raus, was an Gefühlslagen so im Kino da ist. Und ich weiß, ich war da damals im Kino drin und das ist so ein drei Stunden schwerer Schinken. Und ich bin, glaube ich, am Tag danach direkt nochmal reingegangen und war auch ein drittes Mal noch drin und war da damals, ich glaube, 1999, 99 ja. ähm, schon. Dermaßen geflecht von diesem Film und das bin ich bis heute. Also, den gucke ich mir im Jahr bestimmt dreimal an, habe den bestimmt 40, 50 Mal gesehen. Also, ich kann das total nachvollziehen, weil ich finde, es ist ein bemerkenswerter Film. Also, genau aus den Gründen. Also, vielleicht müssen wir auch noch mal zusammenfassen: nicht nur episch lang, so ein Mosaikstückchen-Film ein bisschen, sondern auch wirklich. Bombig besetzt. Ne? Also Tom Cruise ähm, als dieser Messias, ne, der im Prinzip ja auch so ein bisschen Menschenfänger ist. Dann eine Julian Moore, Philipp Seymour Hoffman, der da ja schon gezeigt hat, was der alles drauf hat. Ne? Patton ja. Oswald ist dabei. Also, da sind richtig, richtig coole Schauspieler. Äh, gibt's denn da eine Figur, die dich am meisten angesprochen hat? Also es geht im Prinzip. Ich weiß gar nicht, sind es 24, ist ein Tag, oder nicht? Ist nicht ein Tag in, in L.A.? Ja, also, es, es sind, ne? Genau, ich glaube auch 24 Stunden und äh, du hast ja schon gesagt, es ist so ein Episodenfilm. Es ist im Grunde ein Tag erzählt aus dem Blickwinkel von äh, neun Leuten. Die erstmal so gar nichts miteinander zu tun haben, wo man keine größere Verbindung erkennt. Da ist ja von dir äh, bereits erwähnte Tom Cruise, der spielt so ein Sexguru, also wirklich das, ja, genau. das schlimmste Schwein auf Gottes Erden, so sexistisch bis dort hinaus. Und der ist so ein. Äh, so Guru für so äh, Männer, die, sagen wir mal, nicht so viel Glück haben mit Frauen und will denen die Kunst der Verführung, also wie man Frauen am schnellsten ins Bett kriegt, so. Ähm, ich glaube, Verführe und Zerstöre ist sein, ist sein Motto. Und da geht er auf Tour und äh, ist auch so ein TV-Prediger in diesem Bereich. Und das ist wiederum, dann gibt es einen alten Quizshow-Moderator, der ähm, ja seit 100 Jahren im Fernsehen moderiert und das im Grunde seine Karriere, sein Leben satt hat. Ähm, gleichzeitig ein Todkranker Mann, der Krebs im Endstadium hat, Stimmt, äh, genau, genau, der mit Philipp Seymour Hoffman, der sein Pflegerspiel, von dem sehr, sehr liebevoll betreut wird ähm, und so weiter. Also eine ganze Ansammlung von Figuren, die erstmal nicht zusammenhängen, die aber im Laufe des Films immer mehr Gemeinsamkeiten und Überschneidungen repräsentieren. So, ein, ähm, ja, die Leben kreuzen sich im wahrsten Sinn des Wortes und finden durch eine, jetzt beginnt schon die Teil, Zeit des Spoilers, aber ich glaube, den Film hat eh jeder gesehen. Ja, und ähm. sind, wir können das ja als Appetitspoiler verkaufen, weißt du, dass die also Leute... Genau. Ja, also er behandelt halt ganz so die großen Themen von wegen... Ähm, es dreht sich ganz viel darum, was hat man in der Vergangenheit erlebt und was macht diese Vergangenheit mit dem Menschen, der man heutzutage ist. Also wenn ich schlimme Kindheitserinnerungen habe, wie wurde ich in meiner Kindheit geprägt? Was habe ich vielleicht für Fehler gemacht? Welche Reue zieht sich durch mein Leben? Inwieweit kann ich, äh, hat das jetzt Einfluss auf mein Leben? Und inwieweit komme ich aus diesem Hamsterrad, das ich mir selbst gewählt habe, wieder raus? Ja. Und ähm, das zweite große Thema ist Zufälle. Ähm, womit auch schon der Film, die ersten zehn Minuten, ist eine Aneinanderreihung von, so wird zumindest suggeriert, wirklich, äh, wirklichen Ereignissen, die tatsächlich stattgefunden haben, irgendwo auf der Welt zu irgendeiner Zeit, die an Abstrusität und Unglaubwürdigkeit nicht zu überbieten sind. Ähm, und auf der Basis, dass er erklärt, dass es im Leben solche Zufälle gibt, die man in kein Drehbuch schreiben würde, weil sie absolut unglaubwürdig sind. Auf der Basis kommt gegen Ende des Films, der ein, ein ein wahnsinniger, sagen wir mal, Plot Twist, äh, der das Leben von all diesen Personen, die wir da kennengelernt haben, auf, auf den Kopf stellt und irgendwie eine Lösung zeigt, die unglaubwürdig erscheint, die unrealistisch erscheint und trotzdem irgendwie äh, für die Figuren Hoffnung gibt. Denn der Film ist eigentlich überzogen von Leid und Tragik. Alle Figuren leiden, alle Figuren haben an sich selbst, an ihrer Vergangenheit, an ihrer Gegenwart zu knappern. Und es braucht vielleicht im Leben diese Zufälle die unglaubwürdig sind, diese kleinen Begegnungen, die mal vielleicht, dass sich ein, äh, ein Mann die Frau seines Lebens findet unter sieben Milliarden Menschen. Mhm. Das, äh, ne, so ähnliche Zufälle, die wir tagtäglich erleben, die im Grunde so das Leben ist an sich ja schon un äh, unglaubwürdig. Und das alles kulminiert in einer... Äh, ja, in einem Ereignis biblischen Ausmaßes im wahrsten Sinne. Ja, das stimmt. Ähm, <laughs> Ja, der äh, halt alles auf den Kopf stellt und für Hoffnung sorgt. Und ich glaube, das ist auch so, wenn ich an den Film zurückdenke, ist es am allerkrassesten diese letzte Szene, ähm, in der die bis dato, äh, bis dato völlig hoffnungslos, eine hoffnungslose äh, Drogensüchtige äh, wird mit ihrem mit ihrem Leid nochmal konfrontiert und wird äh, aber auch irgendwie getröstet. Und das letzte Frame des Bildes, also das verpasst man auch, wenn man den Film nicht oft genug sieht, ist, dass bei ihr die Mundwinkel zu so einem Lächeln hochgehen. Und dann kommt der Abspann. Und das kann ich mir, wie gesagt, 50 Mal angucken. Und ich habe jedes Mal Gänsehaut. Und dieser Moment sagt mir auch irgendwie, der Film muss drei Stunden lang sein. Der muss diesen Pathos haben. Der muss dieses Epos sein. Das ist auch teilweise eine Quälerei. Und ich glaube auch Paul Thomas Anderson sagt selbst, er wird den Film heute noch mal eine halbe Stunde kürzer machen, denn der ist wirklich quälend teilweise. Ähm, aber quälend von der von der Länge her, aber ja, von nicht der von der, der Geschichte, auch. ne? Ja, nee, nee, von der Geschichte nicht. Also der hat auch genug Stoff, um das zu erzählen in der Zeit. Aber es ist teilweise. Er hat. Ich kann jeden auch verstehen. Das ist kein Film, den man sich mal abends so. Ach, gucken wir jetzt heute Sommer aus der Stars oder Magnolia. Das wird nicht passieren. <lacht> <lacht> Nein, nee. definitiv nicht. Aber Also den muss man sich vornehmen. So, da muss man sich wirklich den Abend freischaufeln und dann sich drauf einlassen und in diese Stimmung versinken und in ähm, da wirklich auch den, den Schmerz miterleben und dann aber gleichzeitig auch diese Hoffnung spüren, die dieses letzte Bild gibt, die dieses biblische Ereignis ähm, gegen Ende des Filmes äh, in einem hervorruft und das ist also diese Wucht, die die hat bestes Kino und das ist glaube ich kulminiert das was ich an Kino an Filmen so sehr liebe das wird mir keine Fernsehsendung bescheren das wird mir ähm, in der Tragweite bisher auch keine Serie bescheren so wie dieser Film ähm, das schafft mich wirklich umzuhauen aber du, du hast es eben so schon beschrieben was findest du denn an diesem Film neben der Geschichte auch so faszinierend? Weil du ja auch gesagt hast, dass du dir Filme anschaust, aus denen du vielleicht auch etwas Persönliches ziehen kannst oder Parallelen zu deinem eigenen Leben oder Schlussfolgerungen aus Ereignissen, die in deinem Leben passiert sind. Also mhm. hast du das Gefühl gehabt, du hast es so schön beschrieben und ich glaube, das ist auch ein Punkt der manchmal ähm, so unterschätzt wird. Ne? Also man denkt sich eine Geschichte aus und man guckt einen Film und denkt so, das ist so absurd, das kann nur im Film sein. Aber ich finde mhm. ganz häufig, dass das Leben absurder ist als der Film. Mhm. Weißt du was ich meine? Also, dass es Situationen gibt, in denen ich denke, so, das, das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein. Ja, das ich glaube, das hat man im Kleinen, hat das jeder. Ne? Also, wenn man sich mal... Ähm, also, wenn man auch irgendwie... Jetzt bleibe ich mal bei der Karriere so. Ich hatte irgendwie das Glück, zur richtigen Zeit ein bisschen am richtigen Ort zu sein, Joko und Klaas kennenzulernen, während eines Praktikums bei MTV damals und im Grunde so diese vielleicht die Zigarette, die man zusammen geraucht hat oder dass man irgendwie eine Wurst gegessen hat in der Mittagspause, hat irgendwie dazu geführt, dass man 14 Jahre später immer noch zusammenarbeitet. Und das sind so Kleinigkeiten. Also wenn man damals so diesen Butterfly-Effekt so hinter äh, hinterdenkt und dann äh, sich sagt, okay, was wäre, wenn ich vielleicht in einer anderen Abteilung von MTV gelandet wäre, wenn ich vielleicht mich bei diesem, bei diesem ersten Treffen mit Klaas nicht verstanden hätte oder der mich irgendwie auf eine andere Art schlecht gelaunt erlebt hätte oder so. Keine Ahnung, was dann passiert wäre. Und dann hätte ich vielleicht ein ganz anderes Leben. Ich will nicht sagen, ob das schlechter oder besser ist. Und ich glaube, das ist so eins, dass man, was so mindestens diese Thematik von Zufällen, die einem das ganze Leben lenken. Und das hat aber auch irgendwie was, wenn man es jetzt auf Mark Null ja bezieht, auch irgendwie was, was, was Schönes, dass man immer weiß, es kann, Wortwörtlich irgendwann im Leben auch ein Ereignis noch mal eintreffen, das dein komplettes Leben auf den Kopf stellt. Wollen wir nicht hoffen, dass es ein Schicksalsschlag ist, was ja oft genug passiert? Aber es kann ja genauso gut auch von schönen Dingen begleitet, die richtige Person kennenlernen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, was dein Leben komplett auf den Kopf stellt. Und ich finde, das ist auch, das ist gleichzeitig was Erschreckendes, aber auch was Hoffnungsvolles. Total. Ich glaube, dass man das ehrlich gesagt immer positiv sehen sollte. Also ich finde, es ja. gibt ja nichts Schöneres, als darüber nachzudenken, dass es Zufälle im Leben gibt, die man nicht steuern kann. Ich glaube ja auch, und das ist dann ja auch am Ende immer diese große Frage, die man sich immer stellt, ich glaube ja, dass jeder Mensch eine, eine gewisse, einen gewissen Weg vor sich hat. Ne? Also, mhm. also das klingt jetzt nicht vorherbestimmt, aber ich glaube, dass jeder einen bestimmten Weg vor sich hat. Aber dass man durch die, sag ich mal, eigenen Entscheidungen oder durch die eigene durch die eigenen Charakterzüge daran immer feilen kann. Aber trotzdem passieren dann immer so Dinge. Ich, ich nenne immer so ein Beispiel. Ich bin mal vor, vor 30 Jahren, ne, als ich den Führerschein frisch hatte mit einem Kumpel, äh, sind wir nach Florenz gefahren, äh, weil wir da zwei Mädchen kennengelernt hatten, die wir unbedingt treffen wollten. Also ihr habt mich schon in Hamburg kennengelernt. Die waren da im Urlaub und dann sind wir da runtergeballert und wir hatten wir hatten kein Geld für Benzin und für was zu essen und dann sind wir auf irgendeinem äh, in irgendeinem kleinen Dorf in Italien haben wir angehalten und dann bin ich äh, in den in den äh, in den auf dem Bahnsteig gelaufen oder in dem Bahnhof so ein lokaler und bin wirklich gelaufen ne? weil wir keine Zeit hatten. Wir können das Auto ja. nicht ausstellen, damit sie uns nicht ab und lauf und kreuze den Weg vom Typen, den ich irgendwie ein Dreivierteljahr vorher beim Radio kennengelernt hatte, mit dem ich mich total gut verstanden hatte. Ja. Weißt du, in dieser Zufall, also in der ich Sekunde da, jeder, ne? jeder Drehbuchlektor würde dir das rausstreichen und nur um die Ohren hauen. Und zwar völlig zurecht. Würde sagen, ey, also wir brauchen schon eine bessere Begründung, warum die sich wiedersehen. Genau. Und das so. Geile ist, In den haben wir dann mitgenommen und mit dem haben wir dann irgendwie nochmal 48 Stunden Highlife in Tüten gehabt. Das war total geil. Ja, und das ist irgendwie so die Annahme, die auch ähm, in dem äh, ausschweifenden Prolog in Magnolia voraus ist. Man würde es nicht glauben, aber ich glaube, so heißt es auch wörtlich, diese Dinge passieren. Diese ja. Dinge passieren wirklich. Genau. Ja. Und das finde ich das eine, äh, das Schöne. Und zum anderen ist auch, ähm, du erinnerst dich vielleicht an Quizkit Donnie Smith, gespielt von William Macy. Ja. William H. Macy? William, ja, genau. Ähm, das ist ein ehemaliges Wunderkind, das in einer Quizshow aufgetaucht ist und da irgendwie für Furore gesorgt hat im Alter von sieben, acht Jahren. Und das war das absolute, eine Intelligenzbestie. Das im ganzen Land bekannt als das Wunderkind. Und er hatte danach, nach dieser Karriere als Kinderstar nur noch Pech im Leben. Und, ähm, ich glaube, der hat daran zu knappern, dass er früher immer als, Weißen, äh, als, als Wunderkind gesehen wurde, das er hat einen Druck in seinem Leben aufgebaut und zum anderen aber auch kanalisiert er das, was er ausmacht, als was falsch läuft in seinem Leben darin, und das finde ich ganz rührend, dass er, ähm, dass er eine Zahnspange will. Also, hey. er hat irgendwie für sich das ausgemacht, sein Leben wäre ein hundert Prozent besseres, wenn er endlich eine Zahnspange kriegt. Was völlig absurd ist, aber das ist manchmal, ich glaube, das, das, da kann ich auch so mitfühlen, weil man irgendwie Sachen, die vielleicht in seinem Leben nicht, man klammert sich dann an Sachen, ich weiß es nicht, ich bin jetzt nicht davon betroffen, aber vielleicht geht man auch deswegen mal zur, zur Schönheitschirurgie, weil man sich denkt, wenn ich etwas dünnere Beine hätte, dann wäre mein Leben 100% besser. Wenn ich mir die Nase richten lasse, dann wäre mein Leben 100% besser. Etc. Also man klammert sich an so Absurditäten, an so Kleinigkeiten, weil man irgendwie die Hoffnung darin hat, dass sein Leben dadurch eine neue Richtung kriegt. Und in dem Film ist es da manifestiert an was richtig süßem. Er ist verliebt in einen Barkeeper, ähm, der eine Zahnspange trägt und er will ihm das gleich tun. Und das ist so rührend. Und gleichzeitig auch eine meiner Lieblingsszenen, wenn dieses Geheimnis, warum dieser Mann so dringend eine Zahnspange will, ähm, enthüllt wird. Das ist eine eine inszenatorische Leichtigkeit. Er läuft super Tramp, mit Goodbye Stranger in einer Bar, eine Kamerafahrt, die Kreise dreht und so im in der Kreisbewegung. Über das Zahnpasta-Lächeln von dem Barkeeper und die, die Zahnspange blitzt für eine Sekunde auf. Und das ist eine Coolness. Und das in Verbindung mit, einer, mit einem ganz großen Drama, dass man auch nie das Gefühl hat, man ist jetzt in so einem richtigen Schinken, sondern es hat so eine Leichtigkeit wie ein Edgar Wright-Film. Also, das sind auch ganz viele da es sind teilweise Comic Elemente drin es sind Elemente es wird die Krebsdiagnose es wird kurz in die Lunge reingefahren und man sieht das Röntgenbild es sind äh, teil sehr komplexe Themen zusammengeklappt wie man es sonst nur von äh, Lola Rent kennt und das ganze in einem übergroßen dreistündigen Epos das ist wirklich so Filmemacher auf höchstem Niveau. Aber das, ich finde es so toll, dass du dich da so reinlebst und ja auch so, so also im Positiven reinsteigerst, weil ich finde, genauso muss man ja Filme auch gucken. Und das hat nichts mit Expertenwissen zu tun, sondern es ist ja die Liebe zu einem Film oder die Leidenschaft zu einer Story, die dann am Ende das viel runter macht. Das Spannende an Magnolia ist ja auch, dass Tom Cruise ja damals auch für seine Rolle als äh, TJ Mackie, glaube ich heißt er, mhm. ähm, mhm. für einen Oscar nominiert war als bester Nebendarsteller und hat mhm. alle Preise und das ist ja damals immer so gewesen, alle Preise gewonnen bis zum Golden Globe, ne? also was du als Schauspieler gewinnen kannst ja. und eigentlich die Favoritenrolle sicher hatte. Und dann hat er gegen Michael Kane damals verloren, äh, Gottes Werk und Teufels Beitrag ähm, den Oscar bekommen hat. Aber auch, auch spannend, dass er äh, sich da ja auch so hat fallen lassen. Und ich finde, da kann man ja eigentlich auch das Potenzial sehen und den breiten Rücken, den er hat als Schauspieler. Aber wenn du jetzt... Das, also da möchte ich auch noch äh, ja. sagen, das ist so meine zweitliebste Szene. in dem, Also ich finde, Tom Cruise, jeder, der irgendwie... Ähm, den belächelt und da hat man teilweise ja auch Grund dazu, wenn er bei Oprah auf der, auf dem, äh, auf der Couch rumturnt und ähm, jetzt auch mal sagen, wir mal, reden wir jetzt aber nicht von seiner sein g tätigkeit etc. Er ist. Ein streitbarer Charakter, gleichzeitig aber auch ähm, ja wirklich perfektionist, was seine Filme bis heute angeht. Das sieht man in jedem Mission Impossible-Streifen. Äh, das nimmt er mit einer äh, Wahrhaftigkeit. Aber er war, glaube ich, noch niemals so dermaßen gut als Schauspieler wie in Magnolia und gibt da eine Zerbrechlichkeit, eine Verwundbarkeit eine, und spielt gleichzeitig eine so übertriebene Rolle von diesem Sexguru, dessen Fassade, die er sich aufgebaut hat, um auch zu ver, seine Verletzlichkeit zu ver, äh, verschleiern, in einer Interviewszene mit einem einer Frau, die ihn in der Vergangenheit rumstochert, sage ich jetzt mal, ja. und da so ein bisschen das ähm, raushebt, was, was er zu verdrängen versucht. Und das spielt er mit einer mit einer perfektion er, er wird angriffslustig er, er guckt sie an als würde er sie töten wollen in ihm brodelt's und ohne dass er das übertreibt das ist kein overacting es sind kleine regungen im mundwinkel es ist, sind die augen die sie wirklich so äh, messerscharf anstarren und das ist wirklich eine bewunderung für die schauspielkunst aber gleichzeitig muss man aber leider sagen in dem in dem Film gibt es keinen einzigen Schauspieler, der nicht wirklich wahrscheinlich die Leistung seines Lebens abruft. Ja, yeah, das game. hat ja Alle, auch. wahrscheinlich auch sehr, sehr viel mit Paul Thomas Anderson zu tun. Ja, ich, ich glaube auch. Ja, ja aber äh, um das mal auch da auf dich überzuleiten, ne? also ich glaube, man braucht immer Menschen, die einen führen und die einen leiten und die haben den Rücken frei halten. und das kannst du ja auch perfekt. Also Wenn du mein, mich jetzt mit Paul Thomas Anderson vergleichst, dann, dann brechen wir hier an dieser Stelle ab. Okay, dann formuliere ich es anders, äh, ja. Schmidt, weil ich finde, ähm, wenn, wenn jemand äh, die Charakterzüge hat und den Charakter besitzt, andere Leute glänzen zu lassen ne, und denen den Freiraum zu haben, aber sie trotzdem zu führen. Und das kann ich jetzt ja auch mal allen Hörerinnen und Hörern sagen. Wenn wir Joko und Klaas gegen Pro7 machen, mhm dann bist du ja kontinuierlich eigentlich immer dabei. Und das Schöne ist, wenn wir diese Werbepausen haben und ich komme auf dich zu, du weißt immer ganz genau, was du wie sagst und nimmst das immer als, als konstruktive Möglichkeit, das Produkt noch zu verbessern. Und du hast eine Art und Weise, auch mit mir zu sprechen, und dafür bin ich dir total dankbar, dass ich immer noch extrem viel lerne. Das will ich ja so und so. Ich, ich muss ja auch noch ganz viel lernen, aber... Ich schätze das total an dir und auch an deinen Kollegen, dass ihr dann da seid und sagt so, nee, mach das mal oder nee, oder können wir so? Super. Und deswegen, du hast ja das Gefühl und das Talent, wie viele Regisseure auch an Paul Thomas Anderson. Vielen Dank, vielen Dank. Ich nehme das einfach als, als einfach ein so. Kompliment, das in meinen Ohren halt einfach absurd klingt, auch aus deinem Munde das zu hören. Aber, ähm, nee, darfst du ja. gar nicht. Das darfst du nicht. Aber guck mal, dann, dann schwenken wir kurz mal, an. Also jetzt haben wir über Magnolia gesprochen, das ist auf jeden Fall ein, ein Meilenstein, finde ich, auch in der Filmgeschichte und ich glaube, jeder, der den Film noch nicht gesehen haben sollte, sollte sich den auch unter den Gesichtspunkten, den du gerade genannt hast, auf jeden Fall anschauen. Wie gesagt, er ist allein allein. schon Allein genau. schon wegen der Musik, Entschuldigung. Ja. Ich muss da noch mal man kommt nicht umhin, über Magnolia zu schwärmen, ohne die Musik. Die ist, das ist wahrscheinlich der beste Soundtrack, den je ein Film hatte und wie der eingesetzt wurde. Der ist von Amy Mann und ich weiß, der Film wurde auch aufgrund dieses Soundtracks, also das ist so ein bisschen zeitgleich, sowohl das Drehbuch geschrieben worden von Paul Thomas Anderson als auch die Musik dazu. Und er hat sich in, in, in der Handlung von den Texten, den wahnsinnigen Texten von Amy Mann inspirieren lassen. Und ähm, ich glaube, das ist, also ich kenne keinen besseren Soundtrack, der aber auch gleichzeitig so verwendet wird. Der Film ist fast. Drei Stunden lang permanent von Musik unterlegt. Jetzt nicht nur von Amy Mann, sondern wie gesagt auch Supertramp, auch äh, Popkultur, also Pophits etc. Ähm, aber ein permanentes Soundbed. Umso mehr hauen die Szenen rein, die dann auf einmal eine äh, eine Stille haben, wie Tom Cruise, der am, am äh, Sterbebett seines Vaters sitzt. Ähm, da ist plötzlich mal keine Musik und, und das haut wirklich wie ein Vorschlaghammer dir in dem Moment rein. Ja, zeitgleich, äh, zeitgleich erlaubt sich aber auch äh, Paul Thomas Anderson die Musik weitaus mehr einzusetzen als nur im Hintergrund oder um irgendwie unbesprochene Szenen zu, zu, zu vertonen. Er macht es auch teilweise über Dialoge der Figuren und die Dialoge werden runtergemutet oder werden leiser und kaum noch verständlich. Und die Musik tritt in den Vordergrund und der, der, die, die Texte von Amy Mann überlagern die Szene. Und das kenne ich so habe ich das auch selten erlebt oder auch selten ge gesehen. Ähm, ich meine, Scorsese spielt auch sehr viel und hat eigentlich auch eine Dauerbeschallung auf der äh, Soundtrack-Ebene. Aber dass man auch wirklich die Musik so dermaßen, äh, ich nenne es jetzt mal penetrant, in den Vordergrund spielt, bis hin zu einer meiner absoluten Lie Lieblingsszenen in dem Film, ähm, in der die, die Hauptfiguren dadurch verbunden werden, dass sie gemeinsam am Tiefpunkt ihrer, ihres Lebens äh, einen Song aus dem Soundtrack singen und sich quasi abwechseln, wer eine, äh, eine Strophe singt und dadurch die Figuren über, über die Musik auch nochmal verbunden werden. Das ist wahrscheinlich irgendwie der Mut von einem 28-Jährigen, so alt war Paul Thomas Anderson damals, der irgendwie mit Boogie Nights so sein Erstlingswerk äh, gemacht hat und ähm, vom, von den Filmfirmen daraufhin so das Recht auf Final Cut, also ihm durfte nicht reingeredet werden, weder in die Länge des Films noch in, die, in den Schnitt des Films und er hat sich da so richtig vorgenommen seinen besten Film abzuliefern, das sagt er auch. Und diese Hybris, fast schon, die merkt man in jeder Szene, aber es ist aus meiner Sicht erstaunlich oft gut gegangen. Finde ich auch. Und spannend ist ja auch, dass die, der Filmverleih ursprünglich daraus so ein Tom Cruise-Vehikel machen wollte, weil Tom Cruise damals ja schon Superstar war und die dachten, dadurch verkauft er sich besser. Und Paul Thomas Anderson gesagt hat, das macht, wollen wir nicht, das ist ein Ensemble-Piece, also das heißt, es ist sozusagen viele gute Schauspielerinnen und Schauspieler. Und der auch wie du es eben meintest, den Final Cut gemacht hat beim Trailer. Und das musst du dir mit 28, äh, musst du dich ja erstmal trauen. Auf der anderen Seite zeigt es ja auch, wenn du von etwas überzeugt bist ne, und das ja. umsetzen möchtest und dafür leidenschaftlich kämpfst, ist das auch immer tausendmal besser, als wenn man am Ende sich dann auf, auf, Hunderte von Kompromissen einigen muss oder sowas oder einlässt, um da irgendjemandem zu gefallen. Und das finde ich, ist an dem Film wirklich, wie du es auch gerade gesagt hast, extrem auffällig und wirklich auch stark. Also ich finde es wirklich ja. beeindruckend. Ja, ich glaube, was du sagst, ist ja richtig, dass man irgendwie die Chance nutzt, wenn man sie hat, wenn, wenn man den Raum kriegt. Dass man zeigen kann, was äh, zeigen kann, was man drauf hat oder auch irgendwie Sachen, die einem wichtig sind, rüberbringen. Ich finde, das sollte man nutzen. Und um Gottes willen, keiner vergleicht sich hier mit äh, Altmeistern mittlerweile wie Paul Thomas Anderson oder Konsorten. Aber ich glaube auch wir selbst, wenn wir Unterhaltungsfernsehen machen, kommen immer wieder an einen Punkt, wo es sich vielleicht so eine Tür auftut, in der man irgendwie zeigen kann was man drauf hat oder was man irgendwie gerne rüberbringen möchte oder dass man irgendwie auch mal mehr machen will als ein, äh, keine Ahnung ein Luftballon rasieren äh, als als äh, schönes Studio als schönes Studiospiel. Und ich glaube mit so einer ähnlichen Sache gehen wir zum Beispiel auch nach wie vor diese 15 Minuten an, wenn wir sie denn mal gewinnen, dass man da irgendwie sagt okay, da gibt uns pro sieben diese Chance diese 15 Minuten, wie können wir die denn, am wirkungsvollsten nutzen. Ob das uns gelingt, müssen andere entscheiden, aber ich, wir sind zumindest, haben, gehen wir immer mit dem Willen daran, was zu machen, was darüber hinausgeht, äh, was wir sonst vielleicht einfach am Samstagabend oder am Dienstagabend um 20.15 Uhr anbieten. Ja, aber ich glaube, das Risiko muss man eingehen. Ne? Also, ich, ich, ich finde das ja also wer nicht wagt, der nicht gewinnt. das klingt immer so banal. aber anders funktioniert es ja auch nicht. also sonst hätten wir solche filme wie magnolia ja nicht. sonst hätten wir auch solche äh, fernsehshows wie die ihr macht auch nicht. Ne? also entweder traut man sich das oder man traut sich nicht. aber, das, also ja, aber ich, ich glaube, man muss auch aufpassen. weil also ich weiß auch, dass wir in einer sehr privilegierten. Stellung sind. Also, wir haben halt das Glück, dass Juko und Klaas relativ gefragt sind, dass wir uns irgendwie, natürlich ist das auch immer ein bisschen Arbeit, aber uns ein gewisses Standing auch bei ProSieben ähm, erarbeitet haben und die uns auch vertrauen, worüber ich ihnen wirklich sehr dankbar bin. Ähm, und ich glaube, nur dann kann man halt irgendwie dann auch versuchen, das Möglichst Beste zu geben. Ich weiß halt, es gibt wahrscheinlich tausend Leute, die das besser können, das, was wir da machen, und die bessere Ideen haben und die noch ein Tick kreativer sind und vielleicht irgendwie wirklich Fernsehen neu erfinden könnten, aber die niemals gefragt werden, denen niemals ein Riesenbudget an die Hand gegeben wird, die niemals einen Sendeplatz haben, wie wir es haben. Und ich glaube, da muss man halt auch sehen, dass da viele diese Chance auch einfach nie kriegen. Und da bin ich euch dankbar sowohl. Uh, Joko und Klaas, dass sie als Vehikel taugen, um uns irgendwie das machen zu lassen, aber auch den Leuten, die uns an, an gewissen Karrierepunkten halt immer wieder unterstützt haben oder auch bis heute über den Sender uh, das Vertrauen schenken. Ja, aber, aber wie gesagt, ich glaube, dass man nie davor gefeit ist und ich glaube, wenn man anfängt, da draußen zu suchen und zu sagen, der ist jünger, der ist größer, der ist kleiner, der ist dünner, der ist dicker, der ist muskulöser, der ist smarter, der ist kreativer, dann kommst du dir überhaupt nicht mehr klar. Ich glaube, am Ende geht es immer darum, dass man für etwas leidenschaftlich brennt. Aber eben auch, und das finde ich, hast du eben auch gerade richtig gesagt, ich glaube, man muss manchmal auch innehalten und ähm, ein bisschen reflektieren und auch nach hinten gucken und schauen, was man bereits erreicht hat und gemacht hat, anstatt immer, sag ich mal, den nächsten Knaller zu suchen. Ich glaube, das ja. ist ja auch typisch leider Gottes an unserer Branche, dass wir Fernsehmenschen einfach nie so richtig innehalten, weil wir immer links und rechts gucken. Wir, hat das wir sind immer so ein bisschen getrieben. Ja. Und, und das das nervt mich äh, auch ungemein an, an mir selber, dass ich gar nicht mal so zurückblicke und sage, ey, guck doch mal, was da in den letzten 25 Jahren alles passiert ist. Klar gab es da los und Highs und sowas, aber man kann man kann ja trotzdem auf gewisse Dinge einfach, einfach auch mal stolz sein. Das ist so Wahnsinn, weil ähm wenn man einem so vor 15 Jahren als man damit angefangen hat, so gesagt hätte ähm, was man alles mal machen darf und äh, dass man irgendwann mal im Studio steht und auf auf den den äh, Ideen, die sich dann vielleicht fünf sechs Leute in der Firma irgendwann mal im Ursprung ausgedacht haben, ähm, gibt es auf einmal 300 Leute haben Arbeitsplätze und irgendwie man, äh, man wird gesehen und man, es, es hat irgendwie eine Auswirkung von dem, was man macht, wenn ich jetzt auch an die 15 Minuten äh, denke, ja, oder so. Das sind alles Sachen, die, die kann man sich gar nicht vorstellen. Und wenn man es dann aber so macht und wenn man da in diesem Tritt Trott ist, dann nimmt man das und das ist vielleicht sogar gut auch gar nicht so wahr. Also in ich der glaub, Dimension ein, meinst du jetzt. Ja, in der Dimension. Ja. Oder ich denke, ich, denk, ich, ich laufe ja nicht arrogant durchs Leben und denke mir so, guck mal, was ich da alles schon gemacht habe, sondern man hakt ab und denkt eher an die nächste Scheiße, die da am Horizont schon wieder aufgetürmt wird und die nächsten Probleme, die man zu handeln hat. Und das ist Fluch und Segen zugleich. Finde ich auch. Absolut. Aber, ja. aber wenn ich so Momente habe, dann se setze ich mich manchmal auf die Couch und dann denke ich an Gosling Gate zurück und da bin ich schon auch stolz drauf. Ja, und dann denke ich an Gosling Gate zurück und denke so, <laughs> ja. Das war spannend. Ja. <laughs> ja. Aber ich meine, darüber haben Jakob und ich ja schon gesprochen. Ne? Also, ja. was mir in, in den Nachwehen alles unterstellt wurde, ne? ich stecke mit euch unter einer Decke, ich hätte das alles gewusst und mitgeplant. Oh, okay. ne? Und äh, was mir da dann auch alles von dem Verlag vorgeworfen wurde und was das für Konsequenzen hatte. Und so. was, was, ich denke immer so am Ende, ähm, alle kochen mit Wasser. Und ich meine, das war auf der einen Seite eine beeindruckende Aktion. Von euch. Also, ich bin ja immer noch nicht derjenige, der den ganzen Tag darüber jubelt. Ja. Aber es war eine beeindruckende Aktion. Es hat, glaube ich, auch viele viele Ungereimtheiten in einem System, das ja auch von Stars weltweit lebt, aufgedeckt. Was ich so spannend daran fand, das habe ich auch Jakob und allen anderen schon gesagt, ich, ich finde es immer so absurd, dass vor allen Dingen in Deutschland dann all diese Sesselpupserinnen und Pupser auftauchen, die mit dem Finger auf einen zeigen, denken wir haben es schon immer gewusst. Weißt mhm. du? Und da dachte ich, das ist so das Kannibalisieren der eigenen Branche. Klar, du hast einen Grimmepreis dafür gekriegt, ihr seid hochgelobt worden für die Enttarnung eines, äh, eines Systems, in dem Stars gekauft werden und gar nicht nachgefragt wird. Auf der anderen Seite sage ich es auch immer wieder, ne? ich habe schon über 1000 Interviews gemacht mit, äh, mit internationalen Hollywood-Stars und ich saß auch schon in einem Warteraum und habe auf Brad Pitt gewartet und dann kamen die Leute von der Agentur an und haben gesagt, hey, no one is allowed to be in the hotel room. Ne? Oder ihr dürft nicht auf dem Hotelgang stehen und ihr dürft ja. ihn auf keinen Fall ansprechen. Und dann denkst du in der Sekunde, weißt du was, das ist mir jetzt, ehrlich gesagt, völlig ladde. Ich bleib in meinem Zimmer sitzen und wenn sie mich holen, interviewe ich ihn. Und ja. so war das ja auch ein bisschen äh, bei, bei Ryan Gosling. Es ist passiert, es war beeindruckend in der Sekunde. Ich würde ich gerne... Eben, ich weiß bis heute ja, uns wäre ja. das genauso passiert. Also äh, es gab... Also ich, ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass uns, wenn ihr es darauf angelegt hättet oder jemand anderes darauf angelegt hätte, genauso, weil es waren, es sind auch teilweise die Spielregeln der Branche, das genau. hast du ja auch gesagt und ich finde es immer so ein bisschen, was man so zweischneidiges Schwert ist natürlich, das ist so wie jemand, man geht eine Zaubervorführung und sagt die ganze Zeit, es ist ja nur ein Trick, es ist doch nur ein Trick. Ja. Und so funktioniert halt diese ganze Branche, so und das ist halt auch Teil der Unterhaltungsindustrie seit Anbeginn. Natürlich ist man in Anführungszeichen so ein Zauberer und man macht Tricks und man hat irgendwie ähm, äh, äh, Momente, wo man halt irgendwie ähm, äh, ja äh, ein Spiel mitspielt und auch dieses Star Game. Mich nervt in Deutschland viel mehr, dass dass man so immer die erste, man will Stars regelrecht zerstören. So kommt es mir genau. manchmal vor. Also Total. jeder, der irgendwie so äh, Statum hat da heißt es so, da wird, das wird misstrauisch geguckt, da wird geguckt, ist er privat nicht anders und warum ist der so, der ist zu hysterisch, der ist zu gut gelaunt, der ist zu dies, zu das und das ist halt, finde ich, da gucke ich super neidisch halt, also ich glaube jeder, der jemals Late Night gemacht hat, guckt super neidisch in die USA, wo das Datum halt ganz anders gepflegt wird, wo auch irgendwie die Leute bereit sind, sich darauf einzulassen, die auch mal bereit sind, jemanden anzuhimmeln, die auch irgendwie sagen so, ja, das ist unser Idol und dann, dann stehen alle auf und äh, in der Late Night Show, wenn Brad Pitt um die Ecke kommt, dann gibt es Standing Ovations und so. Und ich glaube, das wäre in Deutschland nicht möglich ohne einen Warm-Upper. <laughs> so, nee, also. nee, und, nee, und das ist ja manchmal sogar durch einen Warm-Upper danach ja auch echt frustrierend. Ne? Ja. Also, aber das ist, das ist ja, und äh, da kann ich dir nur beipflichten, weil diese Premieren, die ich ja auch lange, lange gemacht habe und hoffentlich auch in Zukunft wieder machen darf, da hast du Superstars auf der Bühne. Ne? Tom Cruise, Will Smith, Angelina Jolie, alle, Jennifer Lawrence, alle sind da. Und dann stehst du in diesem Premier im Kino vorne auf, die, auf der Bühne und sagst so, ey, schön, dass ihr da seid und ich will euch jetzt nochmal die Stars des heutigen Abends vorstellen. dann ist wirklich so. Ja, ja, ja. Und dann denke ich so, okay, das ist dann die, tut mir leid, wenn ich das jetzt mal so deutlich sage, viele Leute, die auf der Gästeliste sitzen, haben überhaupt gar kein Interesse dahin zu kommen. Und dann denke ich immer so, gebt doch die Tickets. An die richtigen Fans. Gebt ja. doch die Tickets an die Leute, die Bock drauf haben, diese Menschen live auf der Bühne zu sehen. Und dann hast du eine ganz andere Dynamik. Das haben sie irgendwann mal angefangen, dass äh, ein Teil der Tickets wirklich an Fans geht. Die machen so eine geile Stimme. Ich bin ihnen so dankbar, auch an den Teppichen. Ohne die wäre das gar nicht möglich. Aber dieses Premierenpublikum, das sich da mal in Schale schmeißt, um ein Gläschen Champagner zu trinken, das geht mir zeitweise leider ganz echt auf den Sack. Meinst du, ähm, zu der Thematik, also es ist jetzt ja auch ein, äh, ein Thema, das, das, das wahrscheinlich schon oft diskutiert wurde, aber ähm, dass die Deutschen so ein bisschen ein Misstrauen haben gegenüber ihren Prominenten. Ähm, ja. Oder also, auch gegen Startum. Und ich, also, was ich ja fast schon wieder sympathisch finde, ich weiß aber nicht, ob es daran liegt, ist vielleicht auch so ein bisschen die Auswirkung vom Zweiten Weltkrieg. Also, dass man irgendwie so eingeimpft gekriegt hat, jetzt über Generationen mittlerweile? dass man äh, achtsam sein soll, wenn irgendjemand zu hoch gelobt wird, wenn irgendjemand zu Ah, okay. Weißt du, also ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie genauso man hat Bonn zur Hauptstadt gemacht, also weniger Klammer geht nicht und das ist ja, ja gewählt worden, weil man sagen will, wir sind hier nicht mehr die das Land, das irgendwie auftritt als wir wollen nicht die Weltherrschaft und wir, wir sind nicht die geilsten, die coolsten, die besten. Ähm, <laughs> das ist jetzt sehr runtergebrochen wir, ja. aber ähm, dass man da äh, irgendwie so eine ja, eine Achtsamkeit hat gegen alles, was so, wenn das der geheim Streit wird, Held kommt. ja. Und das finde ich dann schon wieder irgendwie okay. Ja, ja, aber ich, also da, das kann sehr gut eine, ein, ein Teil der Erklärung sein. Ich, ich habe nur dann auf der anderen Seite ein großes Problem damit, also das, dieses, dieses klassische, wer bist denn du? Diese klassische Frage, ich gucke keinen Fern, wer bist denn du? Die, ja, ja. Also, was ist dieses so. So, dieses Fragen, um mir ein schlechtes Gewissen zu machen, dass irgendjemand anderes ein Foto mit mir machen wollte. Weißt du, was ich meine? Ja, Wahnsinn, also, ne? also es gibt der, Leute, die sprechen Klaas an auf der Straße, um ihnen zu sagen, dass sie gar keinen Fernseher haben und die nie gucken. Ja. Also, da denke ich mir, was ist los? Also, ja, aber warum? Also, warum? <laughs> und das, das ist dann wieder eine deutsche Charaktereigenschaft. Das ist ja genauso wie Neid. Das ist dieses ja, so. Ja. Und da kommen wir dann wieder auf das, was du auch gesagt hast: dieses Runterbrechen und dieses einem unangenehmes Gefühl ähm, zu vermitteln. Und das finde ich einfach total schade. Wie gesagt, es ist. Also, amerikanische Late Night ist beeindruckend. Aber auch die Englisch, englische. Ne? Also, Graham Norton zum Beispiel, der das ja auch perfektioniert hat mit seiner Graham Norton Show. Und die sitzen. Ja dann in der 10 auch was. Keine Ahnung. Vielleicht ähm, auf der anderen Seite gibt es ja auch viele positive Eigenschaften, die wir wenn die wir Deutschen mit uns bringen, die die Amerikaner auch total schätzen. Aber ich glaube, und das sage ich immer wieder, weil ich werde das ja auch häufig gefragt, dadurch, dass ich einfach ja auch einen ziemlich amerikanischen Bezug habe durch meine Kindheit und durch meinen Geburtsort. Ich glaube, uns fehlt manchmal eine, eine gewisse Leichtigkeit, die, die andere Nationen vielleicht anders prägen und, 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 und auch predigen. Also, das heißt, ich glaube, wir sehen vieles, zu verbissen und diese, dieses ständige Miteinander vergleichen. Ich glaube, dass es in Hollywood nicht anders ist. Ne? Aber ich finde so ein bisschen Leichtigkeit und so ein bisschen mehr. Weißt du, was ich meine? So ich weiß total, was du meinst, aber ich muss auch da wieder denken und das finde ich halt interessant, ob das wirklich eine Auswirkung vom Zweiten Weltkrieg ist. Weil ich sage jetzt mal in der Weimarer Republik, also man gucke. Babylon Berlin etc da war eine gewisse Leichtigkeit vorhanden eine große und, äh, Leichtigkeit ja, ja. Also ich sag mal der Zahn wurde einem gezogen auch als als äh, als äh, als land als volk und danach ist halt irgendwie ist es vielleicht ja auch ganz gut dass man mal so sagt so okay wir sind halt einfach äh, wir äh, wir haben dermaßen schreckliche Dinge gemacht und ja haben so eine Schuld auf uns geladen, dass wir jetzt nicht die Ersten sein sollten, die mit Leichtigkeit durchs Leben gehen. Und ich glaube, das zieht sich bis heute so ein bisschen, auch im Humorverständnis der Deutschen, was ja mehr oder weniger weltweit berüchtigt ist, <laughs> ähm, ne, aber auch in Startum. Obwohl Goslingate war lustig. Goslingate war lustig, ja. <laughs> Weißt du, was ich mir manchmal wünsche, ich will, also mit, der, mit, der, mit all dem, was da im Nachhinein passiert ist, ich würde gerne nochmal zurück in diesen Moment und mich selber auf der Bühne sehen. Weißt du, dass ich, ich hatte körperliche Schmerzen, das habe ich, mhm. hab ich glaube ich, noch nie jemand erzählt, ich hatte wirklich körperliche Schmerzen und unfassbare Angst, mir euren Beitrag damals anzuschauen. Ja, das glaube ich dir. An, an dem, das war, glaube ich, auch direkt an dem Motorrahmen, ne? Ja, ja, ja. Ich hatte wirklich es Probleme und ich bin sehr dankbar, dass, dass die Person, die mir ganz, ganz viel bedeutet in meinem, alles bedeutet in meinem Leben, mich dazu gezwungen hat, mhm. das zu tun, über meinen Schatten zu springen. Und das war, glaube ich, eine, eine, eine Reinigung für mich selbst. Ja, wir haben, also. Auch wer, also man muss dazu sagen, wir dachten ja nicht, dass das ansatzweise funktioniert. Und wir haben da irgendwie ein halbes Jahr früher angefangen, mal so reinzustochern, indem man mal eine Mail schreibt. Und wir dachten immer, es kommt jedem Moment der Moment, wo jemand sagt, ja, Leute, jetzt ist aber äh, äh, zu Ende. Und das wurde immer einkalkuliert. Also wir haben das auch intern fast so abgeschrieben, als da wird eventuell Mühe und vielleicht auch ein bisschen Budget äh, verprasst mit einer. 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit, dass am Ende nichts dabei rauskommt. Oder noch schlimmer, ähm, am Ende wird unser Falscher Ryan Gosling hinter den Kulissen abgekascht und aufgedeckt. Und dann kommt die Zeit der Anwälte. Ähm, weil ich, wir wussten auch, wenn man damit durchkommt, dann braucht man im Grunde eine gewisse Anzahl an Schlagzeilen. Das muss so in die Öffentlichkeit gelangen, dass man eigentlich uns nicht mehr verklagen kann. Und ähm, das mit einzukalkulieren, hat mir auch an dem Abend, äh, wirklich die Schlimmste, und das meine ich ganz ehrlich, die schlimmste, den schlimmsten Abend meiner beruflichen Karriere. Ich war so aufgeregt, ich, äh, ich äh, habe gezittert, ich konnte wirklich, wir alle, wir waren so dermaßen unter Spannung, unter Strom, weil wir so Angst hatten, es wird im letzten Moment aufgedeckt und dann kriegen wir nur Ärger. Okay. Und wir können das im Grunde niemandem erklären, warum man das gemacht hat und warum man das mal lustig fand, wenn die Pointe fehlt. Und ähm, dementsprechend, als wir dann das auch geschnitten haben, so im Schnitt, ich hab sehr versucht ähm, diesen Spaß und das war wirklich eine ganz harmlose Idee, mit der das Ganze angefangen hat. Wir wollten nicht irgendwie äh, irgendjemand zerstören oder irgendwas aufdecken oder sonstiges. Das hat sich da mit ergeben. So, wir wussten vielleicht von der Grundprämisse, dass eine Preisverleihung auch mal gerne den Star äh, in, den, in den Saal lockt, der gerade in der Stadt ist. Ja? Ja. Aber äh, das war jetzt nicht unser Hauptding, sondern es sollte so ganz spitzbübig einfach ein kleiner, unser Oceans 11 des Schwachsinns sein. So. Und ich glaube, dass man, wir haben versucht, auch in dem Beitrag dann diese Spitzbübigkeit auch rüberzubringen, weil es ganz ernst war, es, war, es ging uns nicht darum, irgendwas zu zerstören. Vor allem eine Branche zu zerstören, deren Teil wir sind und so. Das ist, wir haben auch keine aufklärerische Mission. Ähm, damit sind wir auch nie angetreten. Und das ist irgendwie, das war uns wichtig, dass, dass wir wollten auf gar keinen Fall arrogant wirken in dem, was wir da, äh, was uns da,